So, hallo, heute wieder zu einem neuen Filmschuh. Und zwar zeige ich jetzt heute mal die Anwendung von dem Klebstoff, von dem Spezialgerät Kleber Bondic. Und zwar, wie gesagt, ist das ein Flüssigkunststoff, der zum Aushärten mit dieser LED, mit der UV-LED zum Aushärten gebracht wird. Und zwar habe ich jetzt hier als Beispiel mal von meinem großen Kranwagen ist bei mir der Außenspiegel abgebrochen. Und zwar klebe ich das jetzt mit diesem Bondic, beziehungsweise ich versuche es. Also ich bin guter Dinge, habe das schon mal probiert an einem anderen und es ist wirklich, es ist sagenhaft. So, ich glaube, ein bisschen näher dran. Den Flüssigkunststoff, ich hoffe, dass man es sieht, den tropfe ich jetzt, ja, sieht man schön, den tropfe ich jetzt hier ein bisschen drauf. So, dann stecke ich den Spiegel dann rein. Mach ruhig noch eine kleine Droppe drauf. So, drehe ich rum. Nehme hier mein LED-Lämpel. Ich kann das entweder Dauerbetrieb hier vorne über den Schalter oder wenn ich Daumen und Mittelfinger bzw. Zeigefinger zusammendrücke, kann ich hier auch so einen Kurzbetrieb machen. Jetzt halte ich das LED-Lämpel so 4 bis 8 Sekunden das Licht auf den Kunststoff drauf. Und durch diese UV-LED härtet der Kunststoff jetzt aus. So, das dürfte reichen. Lasse ich los. Bombe fest. Oh. Ja. Jetzt habe ich natürlich natürlich einen Fehler gemacht. Habe das nicht sauber gemacht mit dem Clean Pad, sollte ja fettfrei sein, eigentlich die ganze Chose. So, wenn das nicht genug ist, kann man sogar mit dem Zeug hergehen und kann den Kunststoff sogar schichtweise auftragen. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal drüber gehen. Mir noch mal hier ein bisschen schön vor dem flüssigen Kunststoff hier drauf. So, schalte ich wieder mein LED-Lämpel ein. Diesmal mache ich es auf Dauerbetrieb. Halte das jetzt auch mal schön drauf. Was zu beachten ist, man sollte nicht längere Zeiten die UV-LED neu klotzen. Kann zu dauerhaften Schäden am Auge führen. Ansonsten ja, ist das Ganze eigentlich alles relativ ungefährlich. So. Das dürfte jetzt eigentlich reichen. So. Lämpel wieder aus. Hier machen wir wieder die Verschlusskappe drauf. So. Fertig ist der Spiegel. Wenn ich hier drauf lang, das ist wirklich alles schön ausgehärtet. Da ist nichts mehr flüssig. Also, ich bin echt begeistert von dem Zeug. Das ist klasse. Man kann es natürlich auch zum Modellieren nehmen, wenn man irgendwo Dell hat oder was der Deibel was. Also, man kann das schichtweise auftragen und so Sachen kleben wie jetzt im Spiegel. Also, ich bin begeistert. Kauft es euch. 19,95 €. Es lohnt sich. Es gibt mit Sicherheit Stelle bei euch im Haus, Spielzeug, andere Gegenstände, wo es brauchen könntet, probiert es aus. Ich bin begeistert, das ist eine geile Sache. Danke fürs Zugucken und macht's gut. Tschüssi, ciao.